Farbenblindheit. Ahaha. Und ich spiele hier gerade auf Slowdown oder was? Er kommt mir so vor irgendwie. Das läuft ja schon ein bisschen sehr extrem langsam. Ja, natürlich. Der schnelle Wechsel von zu langsam zu schnell, ne? Und irgendwie kommt mir ja so vor, als ob das nur so ein Mancher als Bu ist, ja. Warum auch immer der da ist, ich habe keine Ahnung. Hat wohl gedacht, das wäre zu einfach ohne den. Ist es ja auch. Ja gut, zu einfach nicht, aber... Princess Peach, will be my... Aha. Was zur Hölle? Nein, übertreib doch nicht, Mann. Aha, wie soll ich das bitte machen? Bist du behindert oder was? Also wenn das kein Kaizo... Das ist ja schon Kaizo-Level. Lol. Ist das der gleiche Hack, den ich hier gerade noch spiele? Nein, jetzt mal ernsthaft. Ist das der gleiche verfickte Hack, den ich immer noch spiele? Beziehungsweise angefangen habe? Kommt mir nicht so vor, also... Das hier ist Kaizo-Level. Gut, vielleicht ein bisschen einfacheres Kaizo, aber... Ist nicht der verfickte... Das ist kein Vanilla-Scheiß. Ist jedenfalls kein Hack, den man auch essen wie Central tun soll. Ah, wieso muss jeder Hack irgendwie was Beschissenes haben? Der letzte Hack hatte zu viele Gegner, aber ein tolles Design. Ja, jedenfalls ein akzeptables Design. Und der Hack hier hat so ein paar Stellen, die von irgendeinem Bruder gemacht wurden. Ja, das ist total toll und so. Eigentlich ja nicht. Komm ich da noch hoch? Danke. Und wieso ist dann so eine Feuerblume? Ich weiß es nicht. Oh. Und die Musik hört sich in Slow Motion total komisch an. Ach ja. Gut, dann opfere ich mal meine Feuerblume. Da ich sowieso keine andere Chance habe. Och, komm schon. Danke. Ich dachte, er wird nie mehr sichtbar. Jetzt stirb bitte, stirb bitte, bitte stirb ganz schnell. Du Wichser. Du verdammter Wichser. Ey, wie scheiße das gemacht ist. Ist mal ernsthaft. Wie verfickt scheiße. Natürlich, jetzt sind die Arisse alle nur oben. Ach nein, ach gut. Das ist aber nett. Ja, natürlich muss ich jetzt genau, wo ich den Gegner besiegt habe. Ein kleiner Schnitt kommt, tut mir leid. Und ja, das sind jetzt schon die Credits. Das kam irgendwie schneller, als ich dachte. Ich weiß gar nicht, was auf den, Dings... Okay, who wastes hundreds of hours of his life? Was? Hast du 100 Stunden dafür gebraucht, das den Hack zu machen? Ah, dein Bruder hat dir doch geholfen. Ich verstehe es nicht. Beta-Tester Midna. King... Gumba 304, Sildian, Uarix, Spin Jumper, Golden Sonic 15 Tools, Luna Magic, unglaublich. Special thanks to Original SMV Staff, SMV Central Net Forums, for Soja, ich, nicht wirklich du. Du bist voll der Hurensohn, weißt du was? Ich zeig dir jetzt gerade einen Mittelfinger, ne? Du bist so ein richtiger Bastard. Ne, ernsthaft, du bist ja voll der Arsch. The idea I had for this hack back when I started it really spring 2009. Das ist viel zu viel Text, so schnell kann ich gar nicht lesen. Da, 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 da. La, 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 la. Ist das auf Yoshi-Zeichen gepisst oder wieso ist das so gelb? Oder bin ich ver... Ist blind, das ist gelb, oder? Hier, das da. Geh mal da weg, danke. Das da, wieso ist das gelb? Das sieht voll ekelhaft aus. Da. Ja, danke. Nix da, danke. Und wieso ist Peach rot? Weiß nicht. Da, 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 da.
La 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 la. Wieso ist er blau? Ich weiß es nicht, wieso ist er blau? Ja gut, ist ja jetzt hier nichts Besonderes. Ich will nochmal das Endbild ansehen. War so lang? Und er hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, irgendwas zu zeichnen. So ein Bastard. Ja gut. Damit verabschiede ich mich von euch. Und ja, bis zum nächsten Let's Play, was wahrscheinlich Mario's Treasure Hunt sein wird. Unglaublich. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.